Ich weiß, es ist leider schon ein paar Tage her, seitdem wir letztes Mal hier am Start waren, aber es kam eine Menge Stuff dazwischen. Aber hey, jetzt sollte es erstmal wieder ganz normal weitergehen mit PC Building Simulator 2. Und ich würde sagen, wir können uns das Teil auf jeden Fall hier drüben schon mal hinlegen für den PC-Build, den wir ja so mehr oder weniger hier in unserem Shop-Fenster schon vorgeplant haben. Wo ich mir jetzt noch nicht sicher bin, ist bei diesem PC, den wir hier rumstehen haben, was hier noch so zu erledigen ist. Ich glaube, wir hatten den hier zurückgelassen, ohne überhaupt irgendwas daran gemacht zu haben. Und da oben steht, dass RAM kaputt ist. Weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, dass das da angemerkt ist, aber hey, es steht auf jeden Fall da. Sonst scheint der PC aber ganz okay zu funktionieren. Also alles dreht sich mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber der RAM scheint ja kaputt zu sein. So, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Gucken wir doch mal. Oh nee, das war nicht der Riegel, sondern das war der andere, oder? Weil der hier ist jetzt nicht kaputt. Da waren zwei drin, wenn ich mich nicht irre, ne? Aber da waren zwei drin. Jetzt bin ich mir aber auch echt nicht mehr so ganz sicher. Also, wir haben den Auftrag dafür, die 3200 irgendwas, einen neuen PC zu bauen. Das hier hatten wir schon rausgesucht. Die Frage ist, wollten wir hier irgendwo zuschlagen? Moment. Das war der, ne? Ja, der ist nicht zugehörig zu irgendeinem Auftrag. Wofür war das Cooling Ethereal? Ich bin in der Tat sehr confused. Aber ja, das muss der Auftrag gewesen sein. Das Cooling Ethereal brauchen wir dann aber nicht. Oder war das, ich schau mal nicht, dass das für irgendeinen anderen Auftrag war, aber ich glaube es nicht. So, das hier ist der PC, den wir gerade vor uns haben. Hier ist anderer Stuff, aber das haben wir nur ein SSD-Klon. Ich glaube, das haben wir auch nicht gelesen bisher. Ich brauche Hilfe, mein OS muss verschoben werden. Es wäre echt wichtig, dass das auf die SSD geklont wird. Können Sie das bis zum 13.10. erledigen? Mein PC ist letzte Zeit laut, kann man dagegen etwas tun? Das Blau Camo Design sieht cool aus, wäre toll, wenn ich das bekommen könnte. Ja, eine SSD hast du ja schon, dann sieht sie ja eigentlich ganz gut aus. Was hast du? Ich brauche einen neuen PC. Haben wir noch einen Bau? Nee, das hier ist ein Upgrade. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Das hier ist der Bau. Ja, genau. Nicht das Upgrade. Das Upgrade hier war das, wo ich glaube ich... Da haben wir die 3070 momentan drin. Ich glaube, bei dem PC, wo wir da upgraden wollen, können wir alles mögliche, was ein Upgrade wäre, nehmen. Sprich auch schon eine 3080. Die jetzt aber auch nicht günstig ist. Die wir uns auch nicht leisten können. Okay, das müssen wir morgen machen, aber ich glaube, für den PC brauchen wir ja sonst nicht wirklich großartig viel. Mainboard mit Wasserkühlung versehen, das müssen wir ja im Grunde machen, wenn wir das Board hier haben. Da dürfen wir aber auf jeden Fall auch nicht vergessen, hier im Shop für angepasste Wasserkühlung den Mainboard Waterblock zu kaufen. Für das X570 Aorus Master. Das hier. Den brauchen wir auf jeden Fall. So, alles andere haben wir ja, glaube ich. Und wenn ich es richtig sehe, ist der 12. Sprich, wir können sagen, am nächsten Tag liefern. Das passt für uns. Ich hoffe einfach mal, dass wir nichts übersehen haben. Das da passt auch, wenn wir es am nächsten Tag bekommen.
Ich glaube, wir sollten nicht noch irgendwas weiteres neben dem PC Wasser kühlen, oder? Nee, nur Mainboard steht da. Nehmen wir dich mal beim Wort. Sondern für 1000 Dollar können wir hier nichts mehr Sinnvolles kaufen. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal aber schon geschaut, dass hier nicht so die geilen Dinger drin waren. Da war meistens die Grafikkarte kaputt, ja. Wollten nur noch mal auf Nummer sicher gehen, ne? Kann ja sein, dass ich letztes Mal irgendwas vergessen hätte, aber nope. Nope, just garbage. Aber mal schauen, ob wir vielleicht an diesem Ingame-Tag hier jetzt ein bisschen was Besseres bekommen. Das wäre zumindest irgendwie die Hoffnung. Zumindest wenn wir gleich noch Geld haben. Denn, wenn wir den Bild hier fertig haben und dann noch das Upgrade, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr so super viel Geld haben. Bin mir immer noch nicht sicher, wieso ich das Koenig Ethereal bestellt habe, aber hey, wir haben es. Behalten wir das einfach mal. Ja gut, das sind die zwei. Ich kann ja einfach schon mal einen darüber bringen. So, und dann bräuchten wir hier bitte einmal... nämlich Drain Loop. Das wäre sehr lieb. Danke. Oh, was mir gerade aufgefallen ist. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht beachtet, dass wir... Ja, ich meine, theoretisch dürfte es jetzt kein Problem sein. Wir haben halt nicht irgendwie uns eine neue CPU gekauft. So. Müssen wir erstmal alles ausbauen, damit wir hier einmal schön upgraden können. Ja. Dann müssen wir hier rüber und ein Mainboard Wasser kühlen. So, und zwar gerne beides. Ach stimmt, wir haben ja noch einen 5800 XTD. Ja, weißt du was, nehmen wir den. Nehmen wir den. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal so gedacht habe, aber hey. Das ist mittlerweile... Spiel, das ist mittlerweile genug. Warum sagst du immer noch nicht genug? Ich möchte das an der Stelle sehr stark betonen. Wenn ihr so viel Wärmeleitfast auf eure CPU macht, dann ist es eure Schuld, wenn ihr den Shit danach erstmal sauber machen müsst. Weil ihr dann Wärmeleitpaste über alles verteilt. So viel braucht man nicht mal ansatzweise. Wir haben ja gar keine SSD, fällt mir gerade ein. Also keine M2 SSD. So, Moment, wir haben aber auf jeden Fall diesen einen Riegel RAM, der nicht besonders schnell oder stark ist. Die Sache ist, wäre hier nicht, also eigentlich, ich muss mal schauen, was die Ingame-Statistiken sagen, aber eigentlich wäre eine 7700 XT von der Theorie hier ja schon trotzdem ein Upgrade. Da ist die Bauteilleistung, ich wollte gerade schon sagen, hä? Ja. Ist durchaus auf jeden Fall auch im Game ein Upgrade. Das ist Real Life ein. Ist mir bewusst, aber. Ne, wir kennen alle PC Building Simulator mittlerweile und da weißt du nie. So, jetzt würde mich aber auch interessieren. Hier hast, du hast ja eigentlich nirgends gesagt, oder? Du hast nirgends gesagt, du willst irgendwie den crazysten. Ach du, doch, du hast gesagt Koenig Ethereal, deswegen haben wir das gehofft, okay. Na gut, dann müssen wir das nochmal ausbauen. Aber du hast nirgends gesagt, was für eine Grafikkarte du willst. Das bedeutet, wir können Cheapskates sein und die Grafikkarte bei dem anderen PC drüben einbauen. Und hier einfach die alte Grafikkarte reinpacken. Obwohl ich auch nicht weiß, ob das unbedingt... Nee, ich glaube, es macht eigentlich mehr Sinn, wenn wir die Hardware neu kaufen. Nee, es macht schon mehr Sinn, wenn wir die Hardware neu kaufen. Weil so geben wir ja eine gute gebrauchte Hardware, die wir irgendwo theoretisch gratis ausgebaut haben, her.
wenn wir auch genauso gut die behalten können, später einen neuen PC verbauen und dafür hier jetzt irgendwie was Neues kaufen, wofür ja eh der Kunde zahlt. Das hätte ich früher bedenken können. Ja, wäre klüger gewesen. Ja, dann bleiben wir, glaube ich, dabei, dass wir. Wo ist unser Kunde Ethereal? Können wir hier hinpacken, ne? Oder ja, machen wir das halt weg, das brauchen wir gerade eh nicht. So. Wo waren wir da? Hier. Dich nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so sehr beachtet, dass wir im Koenig Ethereal theoretisch ein paar Limitierungen haben für Wasserkühlen, aber ist jetzt ja auch nicht so tragisch. Geht schlimmer. Ups. Das war nur eine 2-Slot-Karte. Ist man sich nie so ganz sicher bei heutigen Grafikkarten. So, das hier kann zu. Dann müssen wir hier rüber und gucken mal, ob wir da alles reinkriegen, was wir reinkriegen wollen. Da müssen wir erstmal hier vorne ein bisschen aufmachen. Sehr gut. Dann machen wir da auf jeden Fall nochmal die Frontblende rein. Wir haben keine SSDs bisher. Das müssen wir in Zukunft auf jeden Fall ändern. Ich habe eher weniger Bock, immer HDDs zu installieren. Wegen den Bootzeiten. Das ist ein bisschen Garbage, wenn wir ehrlich sind. So, und wir müssen auf jeden Fall so langsam in bessere Custom-Wasserkühlungshardware investieren. Denn die ist auch Garbage, die wir haben. Aber was kriegst du denn für Kühlmittel? Hast du irgendwelche besonderen Wünsche? Ne, du willst PCBS2 Aufkleber, sprich du hast eh keinen Geschmack. Ja, was weiß ich, nehmen wir blau. So. Das ist zwar nicht das PCB Link Simulator 2 blau, aber egal. So, wenn das und das passiert, können wir hier drüben ja schon mal reinschauen, ob alles... Die Lüfter sehen eigentlich ganz gut aus. Weil da war ja, glaube ich, auch bei dem Auftrag irgendwas mit meine Lüfter sind so laut oder sowas. So, Moment. Wir würden dann gerade erstmal ein paar Sachen hier installieren. Dafür bräuchten wir... wo war's denn? Ja, OS-Cloner. Auf jeden Fall. Du bootest ja auch bestimmt. Sehr gut. Irgendwie spezielle Programme hast du auch nicht gebraucht. Perfekt. Ja, das ist das Wichtigste für uns. PCBS2-Aufkleber kannst du trotzdem haben. Ich bin zwar kein Fan davon, aber why not? Klatschen wieder einfach mal das Logo fett auf die Rückseite hier. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, das zählt wahrscheinlich hier als Logo. PCBS 2 Splash wäre das. So, machen wir hier. Perfekt. Graphic Design ist my passion. Gut, du hast nirgends was gesagt, dass du mehrere haben willst. Sprich, das muss erstmal so gehen. So, und bei dir würde ich dann noch die Lüftersteuerung installieren, weil du dich darüber ja beschwert hast. Obwohl es... Moment. Ach ja, jetzt ist eigentlich egal, aber ich glaube, ich mache erstmal den OS-Cloner. Denn dann können wir hingehen.
So. Dann können wir nämlich hingehen und können das installieren, sobald wir auf der SSD booten. Das ist für uns alle angenehmer. So, die Grafikkarte muss hier raus. Ich glaube, sonst hattest du aber auch noch irgendwelche Ansprüche, oder? Union Jack Design hättest du gerne. Ja, und der PC war dir auch zu laut. Moment, wir kümmern... Ernsthaft? Ja, wir sind ja schon dabei. So. Darf ich jetzt? Union Jack war, glaube ich, hier drin. Sagen wir erstmal ganz normal. Uns wurde ja nie gesagt, dass wir das in Graustufen machen sollen. So. Jetzt natürlich die Frage, ist das Spiffing Brit, der bestellt hat, unter dem Decknamen? Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, was der Deckname war von der Person. Aber egal. Dann schauen wir mal. Jay. So. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Eigentlich hätte das OS... Wenn das OS klont, müsste er normalerweise alles direkt mitnehmen. Ah, okay, hat er doch gemacht. So, dann wollen wir genau nämlich noch die Lüftersteuerung haben. Bevor sich da wieder beschwert wird. Das ist ein sehr langsamer SSD. So. Passen wir doch mal alles an. Alles bitte in den Ökomodus. Damit der Stuff ein bisschen leiser ist. Ja, doch, das ist okay. Alright. Keine Ahnung, ob das für dich passt, aber das muss reichen. So. Gut, hier können wir gerade eh noch nichts machen. Müssen wir erstmal den anderen Stuff abgeben. Blue Camo Design wolltest du noch haben. Das warst du, ne? Das war zugegebenermaßen ein bisschen knapp. Da war es doch. Gut. Du scheinst sehr happy zu sein soweit. Was ist dein Problem? Hallo? Oh, ich hab... ich hab das Kärtchen nicht abgemacht von dem hier. So. Switchen wir euch mal kurz durch. Jetzt müsste das passen. Ja. Da ist auch jemand sehr happy. So muss das. Und da haben wir auch wieder ein bisschen Cash. So, jetzt können wir hier eine Grafikkarte uns gönnen für $3,250. Gönnen wir doch mal. Ich war gerade überlegen, wir könnten natürlich auch eine... Wir könnten natürlich auch hingehen und könnten stattdessen einen Gebrauch-PC wieder kaufen. Aber ich glaube, ja, weißt du was, macht doch eh keinen Unterschied. Ich muss allerdings gerade mal gucken, was passt denn ins Focus G rein, weil ich bin mir nicht sicher, ob da die ganz großen Sachen reinpassen. Na doch, 380 mm, das ist kein Problem. Hier 4090 ist nicht drin, 4080 aber. Kriegst du keine Founders Edition. Ja, müsste passen. Wenn nicht, stellen wir sie aufs Regal. Wenn du sie nicht willst.
So. Perfekt. Das war nicht mein Plan. Warum hast du die Rückseite abgemalt? So. Ja. Wollte gerade schon sagen. So, was für ein Netz da das? Ach, 750 Watt, das passt schon. Das ist fein. So, sonst wolltest du, glaube ich, auch noch, dass wir bei dir da mit der Lüftersteuerung einmal rangehen und ja, es ist immer, ist leider immer Shit. Das bedeutet, wir bräuchten erstmal einen USB-Stick. Und dann hoffen wir, dass du irgendwas in deinem PC hast, was ein bisschen schneller ist als eben diese SSD. Ja, das ist doch sehr schnell. Komm nicht gleich so. Jetzt nehmen wir einfach gar keine Kunden mehr an, die auf einer HDD sind. Das wäre auch mal was. Dein Union Jack Design hast du ja schon. PC war laut, das haben wir auch. Grafikkarte, das ist erledigt. Das müsste eigentlich an sich passen. Geben wir den doch mal ab. Very good. Und wir haben auch ein bisschen Cash wieder in der Hand. Das hört sich doch nach einem guten Plan an. Das hier ist ja der, den wir da gekauft hatten. Das können wir erstmal ignorieren. Und ich würde sagen, für den heutigen Part von PC Building Simulator 2 soll es das erstmal gewesen sein. Nächstes Mal hier im Endless Mode schauen wir uns dann natürlich die neuen Aufträge an, die wir reinbekommen haben. Und ich würde sagen, wir gucken auch mal, was wir so an Gebrauch-PCs vielleicht abstauben können, die ein ganz guter Deal für uns wären. Aber wie gesagt, das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Lasst mir natürlich gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann und ciao.